Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Rezension, einer Aufreger-Rezension. Ich muss Dampf ablassen. Und zwar habe ich ein Buch zu Ende gelesen, gerade eben. Die Schwiegertochter von Philippa Gregory. Es ist ein uraltes Buch. Lasst mich gerade mal gucken. 1998, ja. Ich habe es mir ausgeliehen aus der Bibliothek. Weil ich dachte, ich lese mal was von Philippa Gregory. Und das klang so schön spannend. Und zwar geht es um Ruth. Ruth findet einen Mann. Und dieser Mann hat wundervolle Eltern, die ihre Ehe total super führen. Und alles ist heiterer Sonnenschein und alles ist toll. Und er ist so ein bisschen Muttersöhnchen und seine Mutter hat ihn sehr, sehr gut im Griff. Aber Ruth denkt, dass diese Ehe gut funktioniert und dass sie zusammenpassen. Sie wird schwanger auf eine furchtbare Art und Weise, wo ich mir so denke, in diesem Alter kann man doch nicht mehr unabsichtlich schwanger werden, oder? Also, ja, naja. Sie wird schwanger auf jeden Fall. Entschuldigung. Dann ziehen sie in die Nähe von den Eltern und damit fängt das Desaster wirklich an. Achtung, Spoiler. Ich muss spoilern. Wenn ihr euch nicht verraten, wenn ihr nicht verraten haben wollt, worum es da in dem Buch wirklich geht und wie das Ende ist und sowas, dann schaltet bitte ab, weil ich muss es jetzt rauslassen. Ich habe mich so aufgeregt. Diese Frau hat kein Rückgrat. Sie lässt alles über sich ergehen. Sie macht ihren Mund nicht auf. Jeder, wirklich jeder um sie herum sieht, dass diese Mutter sie manipuliert von vorne bis hinten, dass ihr Mann kein A-Punkt in der Hose hat und sie rumschikaniert und sie tut nichts. Sie sagt immer wieder, nein, die wollen nur das Beste von mir. Nein, sie können dann das Beste tun. Nein, sie haben mich lieb. Nein, sie wollen das. Ich dachte, Frau, ich möchte dich schütteln. Nein, schütteln würde da nicht reichen. Mit dem Kopf gegen die Wand hauen, damit du vielleicht Verstand reingehämmert bekommst. Ich habe mich so über diese Frau geärgert. Dann geht sie endlich in eine Therapie, wo sie rausfindet, was sie eigentlich im Leben möchte, woher diese ganzen Sachen passieren und alles drum und dran, kommt da praktisch geläutert wieder raus und ist genauso wieder. Ein Satz von ihrem Mann und sie ist wieder so klein mit Hut. Sie schafft es partout nicht aus dieser unterwürfigen Geschichte rauszukommen. Ich meine, ich bin kein Psychologe. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn man irgendwie eine Traumata in der Kindheit erlebt hat, wie sie, dass die Eltern sehr früh gestorben sind und man halt immer so ein bisschen nach Liebe gelächzt hat und unterwürfig ist. Ich weiß es nicht. Psychologisch gesehen, was da dahinter steckt, kann ich nicht sagen. Aber diese Frau in diesem Buch hat mich so mega aufgeregt. Ich habe dieses Buch dann zugeschlagen und dachte, okay. Also, traumatisierte Kinder sind mit allen potenzielle Wahnsinnige und potenzielle Mörder. Was sollte mir dieses Ende sagen? Also, Achtung, Spoiler! Sie bringt am Ende ihre Schwiegermutter um. Und dann dachte ich mir so, okay, sie hat nicht geschafft, sich von dieser Frau zu lösen, weil sie so viel Macht hatte, also wird sie jetzt so eine Mörderin. Ich meine, ja, die hatten vieles mit gegen sie in der Hand. Sie wollten ihr das Kind wegnehmen und haben sie erpresst und sowas. Aber da gibt es doch bestimmt irgendwie andere Mittel und Wege. Wieso? Ich war so frustriert von diesem Buch. Das merkt ihr wahrscheinlich an meiner Rezension. Lasst Finger von diesem Buch weg! Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Wirklich, es ist so schlimm. Dieses Buch hat mich... Ich meine, ich habe es in 2 Tagen durchgelesen, weil ich einfach unbedingt wissen wollte, wie sie aus dieser Situation rauskommt, wie sie aus dieser dummen Situation herauskommt und vor allen Dingen, wie diese dumme Frau aus dieser Situation herauskommt. Also, ich weiß nicht. Ich finde, die Schreibweise von Philippa Gregory ist leicht zu lesen und wirklich kann man so in einem Abend weghauen, aber
Also wenn sie so eine Einstellung hat zum Charakter einer Frau, dann würde ich sie gerne persönlich kennenlernen. Wenn ihrer Meinung nach so eine Frau tickt. Sorry, aber nö, dann wären wir alle zu Tode verurteilt auf der Welt, wenn die Frauen so dumm wären wie diese Frau in diesem Buch. Ja, das war meine Rezension. Voller Spoiler und ich musste jetzt mal Dampf ablassen, weil ich bin völlig ausgerastet. Jede zweite Seite machte mich nur wütender. Und das musste ich erstmal loswerden und ich hoffe, ihr lasst die Finger von diesem Buch. Ansonsten, wenn ihr es gelesen habt, sagt mir doch bitte, ob ihr das auch so empfunden habt oder ob ich einfach irgendwie, keine Ahnung, zu viele Bücher schon gelesen habe, zu viel eingefahren, ich weiß es nicht, eingefahrene Meinung habe oder keine Ahnung, aber ich fand das Buch so grottenschlecht. Grottenschlecht. In diesem Sinne, lest was Besseres. Tschüss!